Okay, und damit auch für YouTube herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Genau. Ich muss jetzt aber nochmal ganz kurz gucken, was denn diese Prüfung mal war. Revelio. Ach ja, stimmt, der Ball, aber wo muss der Ball hin? Irgendwo muss ja dann dort sein ein. Upp. Ja. Der muss ja irgendwo hin. Ich kann ganz pauschal immer sagen, dass der irgendwo einfach da runter muss, aber. Der dann irgendwo runterrollt. Sieht interessant aus. Ah ja, da hinten ist es. Okay. Found it. Gut. Okay, dann. F. Malvinkraut benutzen. Hallo ist hier oben gewesen. Ganz kurz. Akio. Akio. Und rollen. Ja gut, okay, da solltest du jetzt nicht unbedingt hinrollen, aber ist okay. Und er fliegt dann vorbei. Das ist so cool. Der rollt halt einfach weiter. Akio. Bin überhaupt hoch? Ja. Muss denn da. Das ist jetzt an Lagasse. Ich krieg den da gar nicht mehr hin. Doch, ich muss hier oben an den an der Seite dann hochschieben, ziehen, whatever. Impulso. So, hier mal liegen bleiben, theoretisch. Ich krieg den da nicht mehr hoch, ne? Ich krieg den hier an der Seite ja nicht weg. Das ist an Lackers. Kann ich denn. Hi. Hier schon mal? Revelio. Nein, anscheinend nicht. Eventuell doch. Genau. Kann ich das oben resetten? Geht das? Nein, der ist jetzt halt einfach zu weit geflogen. Ich komme, kriege den halt nicht wieder hochgezogen. Ich ist halt da, aber da komme ich halt nicht hin. Ah, er hat sich schon resettet. Okay. Das ist natürlich gut. Ach, da kommt er gerollt. Ist er geradeaus weiter? Nein, diesmal nicht. Akio. Mal ran hier, junger Ball. Ach, das ist böse. Ich muss halt, das ist auch kein Problem. Impulso. Und schwupp. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Got you.
Gut. Dann wollen wir mal. Ein Freund der Koboldogak spricht, wird uns hier treffen. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen, warum wir hier sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Erdcott auf Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte. Wie sonst dachte er, dass der Helm zu den Kobolden zurückkehrt? Es scheint, als habe er kein Interesse an einer Versöhnung. Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Verdammter Bragbor mit seinen Büchern! Bragbor? Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Bragbor besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Bragbor für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnisse? Große magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall. Renrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit 5 Namen aus den Büchern zusammenhingen. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach und Rookwood. Schloss Rookwood? Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Renrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Ha, nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen. Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut. Renrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die die Zauberer für sich behalten wollten. Er war, ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch. Da kommt mein Freund Amit. Am besten besprechen wir das später weiter. Ich grüße Sie, Lord Gok. Es ist mir eine Ehre. Sie sprechen Koboldogak? Oh, Bagaleo. Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldogak sein sollte. Ich, nun tja. Vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht ein anderer Dialekt? Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich schätze, dass Sie Koboldogak besser lesen, als Sie es sprechen können. Das kann ich, Sir Lodgok. Nur Lodgok? Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mit Ihnen kommen kann. Was für schriftliche Pläne? Und warum können Sie nicht mit? Wir brauchen einen Hinweis auf Renrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen. Und ich kann nicht mitkommen, weil Renrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Was müssen wir noch über die verzauberte Tür wissen? Die Tür bleibt verschlossen, solange das Auge sie sieht. Sie beide müssen unsichtbar sein, um hineinzugelangen. Nach allem, was ich über Zauberermagie weiß, sollte das nicht zu schwer sein. Amit und ich schaffen das. Ich warte auf Ihre Rückkehr. Dann also bis bald. Bis bald, Lodgok. Lodgok. Nada! Diese Tür beobachtet uns. Got you. Das Auge der Mine. Bücher bereiten zu wenig auf die Wirklichkeit vor. Eine echte Koboldmine. So groß hätte ich sie mir nie erträumt. Schon unsichtbar gegangen? Ja, bist du. Okay. Ich will nämlich nicht, dass hier irgendwer noch rumläuft. Revelio. Ich habe einen echten Kobold getroffen. Sehen wir uns um und dann verschwinden wir. Schau dir diesen Aufzug an. Beeindruckende Arbeit für so ein schlichtes Gerät. Davon mal abgesehen, ist es der einzige Weg, um weiterzukommen.
bleib mit Absicht halt in mir. Das ist, wie gesagt, weil ich nicht weiß, was hier drinnen los ist. Okay, nochmal Feuer stellen. Ich fasse es nicht. Wir sind in einer echten Koboldmine. Fuck you. Velio. Ist hier irgendwo irgendwas? Okay, ich glaube, ich kann... Ich habe von solchen Minen gelesen, aber in echt ist es etwas ganz anderes. Akio! Hm? Amit, bleib in meiner Nähe. Ich hatte schon mit übleren Gegnern zu tun. Ach, Ami, muss ich dich jetzt echt holen? Akio. Danke. Ich bin Velio. Mhm. Wieder was zu essen. Wo sind die Pläne abgeblieben? Benedikus Totalus. Hatte ich sie noch in der Hand. Nur eine Frage der Zeit, bis Renrock für Ordnung sorgt. Revelio. Renrock wird unsere zusätzlichen Mühen zu schätzen. Okay, gut. Ja, wer ist jetzt? Das war etwas mehr, als ich gewohnt bin. Ich bringe uns hier sicher durch, Amit. Du hast mein Wort. Kommt später wahrscheinlich zurück. Revelio. Kafrinko. Oh, wo geht das hin? Akio. Ist das da durch? Bin hier hochgehen? Ja, kann ich. Okay. Plätscher. Ach, ich bin halt schon ziemlich dran. Ja. Mhm. Eine Truhe mit was noch nicht erforscht im drinnen. Ist Amit wieder hier? Amit hinterher? Was ist denn Amit? Ach, da kommt er. Ich fühle mich wie eine Figur aus dem Abenteuerroman, die ich in den Sommerferien lese. Okay. Revelio. Sehen wir uns um, Amit. Vielleicht finden wir irgendwelche Pläne. Hier sollten doch irgendwo Pläne sein. Ein Bauplan. Sie errichten irgendetwas. Mhm. Ich weiß nur nicht was. Seltsam. Sag mir, wenn du weitere Pläne oder Zeichnungen findest. Wir können nicht mit leeren Händen zu Lodgok. Himmel. Sneak mal oben rum. Revelio.
Schlafgemächer. Gemächer. Tschüss. Reveille. Einen konnte ich at least so kriegen, aber der Rest war... Nee. Hier ist noch was. Faszinierend, Koboldogak in Koboldhandschrift zu sehen. Diese Schnörkel sind wirklich außergewöhnlich. Es muss hier noch mehr Notizen geben. Was könnten die bauen? Ich finde es gut, dass die anderen Schüler das einfach nicht interessiert, dass wir schwarze Magie benutzen. Hm. Hermine, was sie nicht wissen, was sie nicht gesehen haben, das interessiert sie anscheinend. Aber egal. Wenn ich das korrekt übersetze, und ich denke, das tue ich, bauen sie an etwas ziemlich Großem. Aber woran? Ich werde schon noch herausfinden, was sie hier unten bauen. Revelio. Ist aber noch was? Das ist nur eine Luke. Wir gucken mal, das ist ja wahrscheinlich hier oben, gehe ich mal von aus. Oh, tatsächlich nicht. Interessant. Hm. Schlafdinger, ne? Ja, genau. Okay, wir sind einfach nur einmal. Okay, alles klar. Okay. Okay, 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 okay. Dann. Aber dann müsste theoretisch irgendwo hier hinten sein. Aber was ist das? Ach, das ist nur eine Luke. Das ist die Tür, die wir umgeschubst haben. Also die Abdeckung. Dumm, dass die immer noch angezeigt wird. Okay. Und das nennst du Zaubern? Ja! Bring mir ein Dutzend Menschen zum Kämpfen. Die erledige ich alle. Menschen laufen immer weg, wenn sie... Genau deswegen werdet ihr jetzt wieder gegeneinander kämpfen und du bist gleich dead. Ach, fuck, ich dachte, dass der mich angreifen wollte. Oh, fuck. Das war schön entwaffnen. Oh, das ist einfach zu viel.
Halt dich an mich. Ich habe schon Schlimmeres überstanden. Noch ein Kessel. Der Ort ist komplexer, als ich erwartet habe. Neues? Noch ein Bauplan. Was haben Sie da vor? Egal was, diese Mine ist zu klein dafür. Okay. Feuer. Rivelio. Akio. Zwischendurch einen Schluck trinken. Okay, Velio. Nicht liegen. Gefindung. Okay. Okay, aber dafür gibt es den Gang hier. Rebellion. Schlechte Brille. Ah. Okay. Immer noch nicht wieder zurück. Aber da vorne steht noch eine. Stehen noch Monetas, die. Die haben wir noch. Hier. Ah, okay. Ah, ein Megapower-Trank ist auch okay. Die nehme ich tatsächlich auch mit. Okay, wir haben jetzt zwei Wege. Einmal den und einmal den hier. Natürlich. Ah, okay. Hier ist aber nur... von wegen nur. Ein goldener Schal, also ein Legendary Schal. Natürlich gerne mit. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier auch gleich noch wieder Bekanntschaft mit einem der Obermuftis von den Kobolden machen. Ich könnte es mir gut vorstellen. Mal gucken. Sprenger, zauberwirkender Kurve oder was? Mit Bombarder in die Luft, während er eine Magie auflädt. Schildzauber per Anti-Magie-Wurf. Okay. Erinnert mich an damals, als ich in Gringotts fast aus einem Wagen. Petrificus Totalus. Heute wollte ich nicht herausfallen. Ich passe da gar nicht rein. Und den da umkommt. Mann. Richter, Täter, Krieger, ja, Waldläufer. Das heißt, hier kommen noch Gegner, I guess. Weil ich sehe noch keinen Zauberwirkenden. Nicht ran, den muss ich kämpferisch besiegen, definitiv. Okay. Wo kommen wir denn hier hin? Ah. Schade. In eine Sackgasse. Und ganz viel Schwachsinn. die kriege ich gerne hätte ich erst den Speck. Petrificus Totalus. Ein lästiger Mensch weniger. Krieger, Attentäter, Krieger. Cool.
genauso wie euer Gehirn. Was? Gucken wir, der kommt hier hin, der kommt auch hier hin. Bisschen unlucky. Ja, aber geht nur bis 8 da, das ist okay. Nein, das ist nicht okay. Cool. Immer muss ich Wache halten. Ja, die rennen so dicht zusammen rum. Langsam nicht mehr glaube, dass ich das ohne Dingens schaffe. Nein, der ist gestorben gerade, oder? So, Hello, kommt ihr denn jetzt schon wieder her? Wie viele gibt es denn hier noch? Hier war kein Zauberer. Das waren sicher die letzten Armee. Naja, at least eine. Das waren sicher die letzten? Na, da wäre ich mir aber nicht so sicher. Rebellion. Okay. Akio. Das bringt nichts. Ah, okay, war ich da erst. Ja, okay. Ja, ich weiß, dass du mich siehst. Ich bin leise. Blöde Tür. Confringo. So. Accio. So. Ah, der holt den Aufzug von oben. Für den Fast Travel, gehe ich mal von aus. Revelio. Sonst noch irgendwas? Ja, die Truhe und die Pläne da. Okay. Das ist nicht gut. Sie bauen riesige Bohrer. Sogar zu groß für diese Mine. Verschwinden wir und erstatten Nordgok Bericht. Oha, okay. Wo wollen die sich denn bitte reinbuddeln?